Oh mein Gott. Eine Insel. Ich bin Tarian. Und ich bin Schiffbrüchiger einer Expeditionsschifffahrt. Und so wie es aussieht, bin ich der letzte Überlebende. Ich komme hier gerade mit letzter Kraft. Ich könnte mich gerade noch so retten auf ein Ruderboot. Ich bin noch ganz verwirrt. Und habe jetzt nach 3 Tage und 3 Nächte bin ich gerudert. Und endlich habe ich Land in Sicht. Und über mein Televideometriegerät halte ich jetzt mit euch Kontakt. Und werde euch von meinem Abenteuer berichten. Endlich wieder Land unter den Füßen. Ich hoffe, das Ruderboot bleibt da. Das wird uns sicherlich noch gute Dienste leisten können. Und jetzt schauen wir uns erstmal um, wo ich hier gelandet bin. Oh mein Gott, eigentlich bin ich Expeditionsreisender. Ich habe von einem fernen Land gehört, das noch völlig unbesiedelt ist. Und hab mir eine Mannschaft für ein Segelschiff besorgt. Angeheuert, ein Kapitän mit Mannschaft. Wir sind in einen schlimmen Sturm geraten. Das war vor 3 Tagen. Das Schiff ist gekentert, die Mannschaft. Ich weiß nicht, wir waren noch zu dritt auf dem Boot, bis uns eine Welle erwischt hat. Das Boot ist dann auch wieder umgekippt. Ich konnte mich dann wieder reinretten, aber von den anderen beiden habe ich danach auch nichts wieder gesehen und gehört. Oh Gott, hier gibt es Tiere. Ich kenne diese Tiere nicht. Die sind mir völlig unbekannt. Nach dem schlimmen Sturm, kam die Nacht. Und ich bin einfach getrieben. Die ganze Nacht durch bin ich getrieben. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich paddeln sollte. Bei Tag habe ich dann versucht zu paddeln. In der Nacht habe ich mich treiben lassen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Also, wie ich hingekommen bin, weiß ich halt, ne? Aber wie spät ist es? Es ist schon Mittag. Wir müssen irgendwie ein Shelter bauen. Was habe ich denn dabei? Ich habe einen Maiskolben und ein paar Äpfel habe ich dabei. Eine Fackel und ein bisschen Holz. Ansonsten seht ihr, ich bin auch bis auf die Unterhose, ne? Bin ich nackt. Ich hoffe, es wird nicht allzu kalt. Die Mannschaft hatte gesagt, wenn wir in Seenot geraten, in den Ruderbooten wären Notfallvorräte. Da gucken wir mal gerade rein, was wir da drin haben. Oh, wir haben einen Schmelzofen, ein bisschen Eisenerz, Wolle, ein paar Eisenbarren, eine Schere, Fackeln, Garn und noch mehr zu essen. Und das nehmen wir uns am besten mal kurz. Das nehmen wir am besten alles mal. Was ist das hier für Gestrüpp? Eine Trauerbuche, eine Birke und Apfelbäume. Oh, wie schön. Aus dem Tomaten und Kartoffeln und ein bisschen Baumaterial. Das sollte uns gereichen, um einen Shelter zu errichten. Hoffe ich zumindest. Wir sollten also damit anfangen und schon mal gucken, dass wir irgendwie... Die Nacht wird kommen. Die nächste Nacht wird kommen. Und da wäre es wichtig, dass wir irgendwas haben, wo wir schlafen können. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Zum Glück habe ich eine übermäßig gute Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten. Das kann uns hier retten. Ich bin übermäßig geschult in Überlebenstechniken, allgemeinen Handwerkstätigkeiten und Architektur. Da wollen wir doch mal gucken, was wir aus diesen Fähigkeiten machen. Hier ist ein Apfelbaum. Also unser Überleben sollte erstmal gerettet sein, denn bei uns, da wo ich herkomme, von dem Planeten Erde, ich weiß nicht, ob ich immer noch auf der Erde bin, kann auch sein, dass ich einen Dimensionssprung gemacht habe, dass es ein Dimensionssturm war und ich jetzt ganz woanders bin. Ne? Das müssen wir herausfinden und da ist auch, da seid ihr auch gefragt, die auf der anderen Seite der Televideometrie sitzen. Und da dürft ihr sagen und Vorschläge machen, wenn sie mich erreichen,
wie es hier weitergehen soll, ne? Also ihr dürft euch austoben, wenn ihr es wirklich schafft, diese Televideometrie-Nachricht zu empfangen. Dann antwortet mir bitte. Dann nehmt Kontakt mit mir auf und trefft Entscheidungen mit mir und für mich. Als Pilot wird diese Folge erstmal etwas länger. Das ist Folge, ne? Diese Sendung wird doppelt so lang. Normalerweise werde ich euch immer einen Tag lang berichten, was ich so tue. Und immer so Zwischenberichte, ne? Es wird nicht alles hier vertelemetriert, videometriert, aber ein Großteil dessen, was passiert, möchte ich gerne mit euch teilen. Und wenn ihr Vorschläge, Anregungen und Wünsche habt an mich, dann nutzt eventuell eigene Televideometrie-Nachrichten oder Schriftstücke, um mit mir in Kontakt zu treten. Dann fühle ich mich hier auch nicht so alleine. Das würde mich sehr freuen. Dafür gibt es unter den einzelnen Televideometrie-Nachrichten gibt es Postboxen. Die findet ihr unter den Nachrichten. Und da könnt ihr mir wiederum textliche Nachrichten zukommen lassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, nutzt diese Möglichkeit gerne zuhauf, damit ich so ein bisschen Kontakt nach Hause habe. Sonst fühle ich mich am Ende noch sehr einsam. Und ja, ich stelle gerade fest, dass wir hier eine schöne Fläche haben, wo wir schön flache Gefilde erstmal ausnutzen können, um vielleicht ein kleines Häuschen zu machen. Vielleicht auch in so eine Art Bootshaus, wo wir mit dem Boot reinfahren können, dass das mehr in Sicherheit steht. Wo ist es überhaupt? Wo? Oh, guck mal, da haben wir so eine Art Fluss auch, ne? Geht da ein Fluss rein? Und wir sind ganz schön weit weg, da sind noch Schafe. Da sind Schafe. Wo ist mein. Ey, Alter! Wo ist mein Boot? Ist das so weit weg gewesen? Haben wir so weit. Sind wir schon so weit ins Land reingelaufen? Oh je. Obwohl doch, wir waren hier. Hier sind wir irgendwo angelandet, ne? Da ist das Boot, okay. Ich glaube, da vorne war ein ganz hübscher Platz, wo wir uns niederlassen konnten, ne? Wollen wir das Boot mal mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen das Boot mit, rudern dort vorne hin. Und dann wird es gleich besser werden. Lass uns mal da vorne. Da war es ein bisschen flacher auch. Vielleicht kann man dort anfangen, erstmal ein kleines Sicherheitsbootshaus zu bauen. Das heißt, wir bauen so ein bisschen in das Wasser rein, vielleicht. Bauen uns dort so einen kleinen Bootsanleger hin. Dass wir dort immer einfach in das Boot einsteigen und aussteigen können. Wir werden häufiger auch mal mit dem Boot rausfahren, die Gegend erkunden, vielleicht angeln gehen, wenn wir uns eine Angel bauen. Was natürlich nicht geht, ne? Noch nicht. Aber vielleicht ja irgendwann. Irgendwann können wir vielleicht mal eine Angel bauen, dann können wir Angelausflüge machen. Mit dem Boot. Aber ich bräuchte schon irgendwie so eine kleine, flachere Stelle vielleicht für den Anfang. Ich glaube aber hier war die Stelle, ne? Dann landen wir hier an. Bum, bum, bum. Und dann können wir hier. Psst, Boot, sei ruhig. Und dann können wir hier doch schon mal die ersten Dinge. Wir haben ja auch schon eine Werkbank, einen Amboss haben wir mitbekommen. Dann bauen wir erst schon mal eine Werkbank auf. Und stellen den Amboss oben drauf. Und bauen das Notfallshelter auf. Das haben wir auch schon fertig, sehr gut. Erstmal hier hin. So, und jetzt steht uns schon eine kleine Welt. Liegt uns eine kleine Welt zu Fuß mit Dingen, die wir bauen können. Und wir haben zum Beispiel auch noch Eisenbarren und Holz. Das heißt, wir können uns erstmal etwas Werkzeug herstellen, damit uns die Arbeit hier einfacher fällt.
Die Hake noch. Farbpinsel, brauchen wir zweimal Stoff. Können wir noch Stoff bauen? Ein Farbpinsel. Oh je, und da habe ich, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, was geht's mir so, was geht's mir so? Ich habe Hunger und Durst. Und da hilft uns das Essen von Äpfeln. Und wir hatten ja gerade schon gesehen, dass wir glücklicherweise gegen den Durst helfen die Tomaten ganz gut. Ansonsten können wir haben das Glück, dass wir auf einem Süßwasserozean sind. Das heißt, wir können hier das Wasser, meine ich, einfach trinken, ne? Wir können einfach das Wasser aus dem Ozean trinken, weil es, das lässt mich nämlich vermuten, dass wir uns nicht mehr auf meinem Heimatplaneten der Erde befinden, weil da waren die Ozeane grundsätzlich salzig. Vielleicht war es tatsächlich ein Dimensionssturm, der uns hierher getrieben hat. Und wir sind irgendwo anders. Mir sagt auf jeden Fall weder die Fauna noch die Flora etwas. Ich kenne diese ganzen Tiere nicht. Aber bis jetzt scheinen sie alle zahm zu sein. Zumindest kann man sich den Tieren nähern. Auch wenn sie hier mit diesen martialischen Hörnern schon sehr gefährlich aussehen. Ne? Naja, wir werden das mal beobachten. Ich hoffe, dass es alles friedliche Tiere sind. Auch diese pelzigen kleinen Freunde dort scheinen einigermaßen friedlich zu sein. Mehr habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Als erstes würde ich aber wirklich gerne mein Boot sichern und würde zumindest erstmal einen Steg bauen, an dem wir das Boot festmachen können. Nicht mit Tomaten werfen, ne? Das wollen wir nicht. So, die sind in der Regel aus Holz erbaut. Und da würde ich einfach mal sagen, wir nehmen das. Das sieht ganz nett aus, vielleicht. Oder das, dass es ein bisschen wilder ist. Vielleicht das. Wir nehmen das. Aber wie viel werden wir brauchen? Ein bisschen, ne? Ich mache mal so 20 Bretter erstmal oder 25. Und wir wählen die Blockform zunächst einmal. Ganz einfach, fangen wir an. Ich würde sagen, wir machen mal, wenn wir einen Steg bauen, setzen wir erstmal Pümpel. So Pfosten, auf denen der Steg steht, ne? So 2,5 hoch vielleicht. Von dieser Stelle aus. Einmal dort. Und einmal dort. Und dann geht das natürlich ein bisschen ins Wasser. Können wir das unter Wasser nicht bauen? Ah, das ist natürlich schwierig dann, ne? Wenn wir unter Wasser nicht bauen können. Ist die Frage, baut er das jetzt unter Wasser? Ist das jetzt unter Wasser vorhanden? Irgendwie ja, ne? Oder irgendwie nein? Irgendwie ja. Okay. Sehr gut. Das ist doch schon mal gut. Jetzt müssen wir hier noch einmal. Lässt sich jetzt schwierig. Nicht kippen, bitte. Nicht kippen. Nein, wir müssen eins weiter nach hinten. Dahin. Eine Zeit lang können wir unter Wasser verbringen. Das ist nicht so das Problem. Okay, der ist zu kurz. Der ist zu lang. Zu kurz ist kein Problem. Da machen wir einfach nachher... Nicht kippeln. In der Schule, wisst ihr noch? Da, ja, nur auf zu kippeln, hat mein Lehrer immer gesagt. Da machen wir einfach noch einen drüber. Aber es abzusägen wird eher schwierig, ne? Ist das überhaupt jetzt... Das wäre so okay. Das wäre so nicht okay. Wir bauen das erstmal von dort
bräuchten wir jetzt ja wieder ein Brett in diese Richtung. Das kann aber tatsächlich ruhig schmaler sein. So, dann legen wir das hier so rüber. Wir machen das Grid mal ein bisschen kleiner. Können wir das so ein bisschen feiner justieren? Einmal so. Das muss nicht super, super gut sein, weil das ist ja quasi ein Bootssteg. Nur erst fixieren, dann hier rüberlegen. Ist das jetzt die gleiche Höhe? So insgesamt die gleiche Höhe? So. Übrigens wird es auf meinem Twitch-Kanal auch immer wieder Livestreams geben zu den Erlebnissen hier auf dieser Welt, die natürlich noch Namen braucht. Da dürft ihr gerne euch beteiligen bei Namensfindung für die Welt, in der wir uns befinden, für die Siedlung und alles Mögliche. Das könnt ihr entweder natürlich auf meinem Live-Kanal bei Twitch, auch Tarian78. Dort wird es auch immer wieder Televideometrie-Sendungen geben. Haben wir nicht? Doch, hier haben wir so einen Sonnenäumel. Damit können wir das nämlich wieder abreißen. Klick. So. Mal gucken, ob das rechtwinklig ist. Das ist es. Jetzt müssen wir es einmal drehen. Dann müssen wir es feststellen und so ein bisschen nach hinten drücken. So, das ist die Platte im Prinzip, ne? Die Basis. Dann geht von hier aus, geht jetzt der Steg ins Wasser. Da machen wir natürlich ganz, ganz flache Bretter, die aber ein bisschen breiter sind. Wir machen mal das Grid wieder groß. Also, wie breit sind die jetzt? Ich möchte die natürlich nicht einen Meter breit machen. Das wäre so. Sondern nur 90, dass wir so ein bisschen Platz dazwischen haben. Jetzt müssen wir das Grid wieder kleiner machen, damit wir es besser justieren können. Und auch da möchte ich wieder so ein bisschen Platz zwischen haben. Dass wir so ein bisschen so einen Bohlencharakter haben, ne? Dass das so immer so ein bisschen versetzt ist. Dass sie nicht so parallel liegen. Ungefähr so. So. Und am Ende sind die natürlich dann abgeschnitten, ne? Können die auch unterschiedlich lang sein, vielleicht einfach so. Und so. Und jetzt haben wir hier zwischen vielleicht einfach so ein paar Bretter. Auch die sind ein bisschen schmaler. So, warum nicht? Das ist ja rein,
Das geht so ein bisschen raus, geht's noch länger? Länger geht's nicht. So, das muss vielleicht ein bisschen schmaler noch sein. Und jetzt wird schon dunkel. Jetzt haben wir schon die erste Nacht. Wir gehen direkt mal schlafen. Gute Nacht. Normalerweise werde ich euch immer eine Folge von von morgens bis abends zeigen. Aber weil das heute die Pilotfolge ist und ich gerade erst angelandet bin, machen wir heute mal eine Ausnahme und machen es ein bisschen länger. Normalerweise wird dann eine Telemetrieserie oder Sendung etwa eine Stunde dauern, eine halbe Stunde dauern. Wovon wir aber natürlich auch hin und wieder mal abweichen könnten, ne? Das werden wir nicht so ganz genau nehmen, aber darauf könnt ihr euch einstellen ungefähr. Das hier ist vielleicht ein bisschen. Das nehmen wir nochmal weg. So, das kommt jetzt dahin. Das dahin. Und du dahin. Du dahin. Das kann ruhig so ein bisschen windschief sein, ne? Das ist ja nur so flott aneinander genagelt, ne? Das hier ist mal wieder ein bisschen kürzer. Es ist so wild zusammengezimmert, ne? Und vielleicht ein bisschen zu hoch für das Boot, ne? Aber ist egal, es ist nicht schlimm. Vielleicht können wir irgendwann größere Boote. Ich hoffe ja auch auf Rettung. Ich hoffe ja, dass mein Verschwinden irgendwann irgendjemandem auffällt und es irgendjemanden in der alten Welt gibt, der sich auf den Weg macht, mich zu retten. Vielleicht haben wir ja Glück, oder ich zumindest, ne? Und es findet sich jemand, der mich retten kommt. Wir müssen eigentlich. Gucken, dass wir da hinten jetzt einigermaßen glatt abschneiden. Also, da sollen wir nichts glatt abschneiden, sondern da sollen wir so möglichst gerade hinten einen Abschluss finden, ne? Und wie gesagt, das kann, obwohl das ist, na, das ist nicht schön, ne? So hoch, so eine Stolperfalle wollen wir nicht. Von der Länge her passte das, ne? Von der Länge her passte das. Können wir ein Stück länger noch machen. So. Dann können wir das hier so dran bauen. Das muss breiter und länger. Wir flanschen das einfach jetzt so hier dran, ne? So, und dann haben wir unseren kleinen Bootssteg schon mal. Da könnte man jetzt das Boot hier unten mit einem Seil dran machen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hoch, ne? Vielleicht machen wir nochmal einen etwas niedrigeren für kleinere Boote. Dass man hier vielleicht einfach sagt, auf diese Höhe müsste das dann kommen. Ja, vielleicht nicht so dick, ne? Vielleicht einfach so. Rückwärtsfahren ist gar nicht so einfach. Mein Gott, fahr. Kurvenfahren ist auch nicht so easy, aber kriegen wir schon hin, ne? Ich würde sagen, hier ist unser Anleger für das Paddelboot. Und wenn wir irgendwann mal die Gelegenheit haben, etwas größere Boote zu bauen, vielleicht, man weiß es nicht, was kommt, ne? Dann können die dort anlegen.
So. Okay, dennoch brauchen wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit, oder erstmal, wir können auch erstmal irgendwas bauen, wo wir unsere Sachen, wobei, wir haben das Ruderboot, ne? Wir können Sachen im Ruderboot lagern. Da ist noch eine kleine Kiste drin. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, wie zum Beispiel die alte Holzaxt hier, ne? Diese primitive Steinhacke, die brauchen wir gerade nicht. Wir können den Steinofen, den Schmelzofen, meine ich, können wir schon mal hinstellen. Und das. Die Sachen werden wir auf jeden Fall brauchen hier. Das und das Spinnrad. Dobby, Spinne! So, das bauen wir hier hin. Und den Eisenschmelzhochofen bauen wir einfach dahin. So, das sieht doch schon mal ganz hervorragend aus. Das bauen wir jetzt ab. Der Stein stört mich. Achso, jetzt haben wir das Kohle, das Brennstoffeinlass-Ding haben wir auf der Seite. Und wir haben nur noch ein Stück Holz. Dann würde ich sagen, wir haben hier ein paar Setzlinge. Lass uns ein paar Setzlinge pflanzen, um hier für Nachwuchs zu sorgen. Erstmal hier direkt in der Gegend. Was haben wir hier noch? Weideneiche. Weideneiche kenne ich gar nicht. Einen Apfelbaum, den lassen wir uns für später. Wenn wir irgendwo wissen, wo wir uns tatsächlich niederlassen wollen, man kann hier nämlich auch ganz wundervolle Gärten anlegen. Und ich möchte natürlich dann auch, um mein Überleben zu sichern, entsprechend einen Garten mir anlegen. So. Okay. Dann werden wir mal für ein bisschen Holz erstmal sorgen. Ich mache mir immer noch Gedanken um die Seeleute, die mit bei mir auf dem Paddelboot waren. Die sind einfach von über Bord gegangen, ne? Ich hoffe, dass sie es irgendwie geschafft haben. Ich habe es ja auch irgendwie geschafft, aber gut, ich hatte auch das Boot, ne? Die hatten nichts. Die hatten ja teilweise nur ihre Kleider am Leib. Und die See war wirklich rau. Auch nach dem Sturm war es keine ruhige See. Es war wirklich grauselig. Auf jeden Fall gibt es ja viele Tiere. Hier gibt es wirklich sehr viele Tiere. Vor vielen Jahren bin ich schon mal auf Expedition gegangen. Und bin auf einer Insel gestrandet. Dort habe ich zum einen angefangen, ein moderneres Dorf zu bauen. Und habe dann irgendwann angefangen mit einem. Ja, mit einem mittelalterlichen griechisch-mediterranen Tempel oder beziehungsweise einem antiken Tempel. Dann haben aber die Schöpfer dieser Welt sich entschieden, ihre Welt nochmal mit göttlicher Kraft umzugestalten. Und dann habe ich jetzt gewartet, bis die Erschöpfer dieser Welt, die Erschaffer, also die Götter der JIW, es wieder auf eine spielbare Version hochgeschafft haben und seit eurer Zeitrechnung im Februar haben wir jetzt eine Zeitrechnung 0.7 im Kalender und
Ja, seitdem lag mich der Gedanke, mal wieder auf Expedition zu gehen. Ich hatte mir eigentlich erhofft, in eine bestehende Welt integriert zu werden, nicht ganz alleine zu sein. Die Einsamkeit macht einem oft zu schaffen. Aber gut, jetzt sind wir halt hier alleine, ganz alleine, in einer weiten, fremden Welt. Aber wir haben eine große Insel oder einen Archipel gefunden. Das müssen wir erforschen, ob man hier irgendwie über Land, da hinten könnte eine Landbrücke sein oder ist es ein Fluss oder so. Wir werden das alles erforschen. Jetzt müssen wir uns aber erstmal darum kümmern, dass wir uns versorgen können, dass wir vielleicht eine Art kleinen Garten uns bauen oder. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Kürbis. Ja, das merken wir uns mal. Haben wir eine Sichel dabei? Da müssen wir uns das nicht merken, da können wir direkt mitnehmen. Aber wir haben schon eine Sichel. Perfekt. Klack. Ja, man muss immer gut vorbereitet sein, wenn man in solche Abenteuer geht. Denn man kann nie wissen, was einem begegnet. Und jede Pflanze, die man findet, könnte essbar sein. Hier, eine große Fußballfrucht. Eine große Fußballfrucht. Oder eine Basketballfrucht wäre viel mehr. Mal gucken, ob wir noch mehr Sachen finden. Vielleicht finden wir noch andere leckere Dinge. Damit wir, wenn wir den Garten bauen, schon direkt ein paar Sachen pflanzen können. Oh, da ist noch Eisen. Eisen ist auch wichtig. Hier liegen zum Glück überall so Eisenbrocken rum. Und da unten ist Getreide. Da unten ist Getreide. Zumindest scheint es so zu sein, dass es etwas ist, was dem Getreide, was bei uns gewachsen ist, auf meiner Welt, auf der Erde, ziemlich ähnlich sieht. Ich nehme das mal mit. Und hier habe ich Korn gesehen. Hier wächst Korn, also Mais. Oder etwas, was dem sehr ähnlich sieht. Das wissen wir noch nicht. Wir müssen gucken, wie das schmeckt, ob uns das vielleicht krank macht oder satt. Das wissen wir noch nicht. Nur weil es so aussieht wie das, was bei mir früher gewachsen ist. Es das heißt ja, wie gesagt, ich glaube, dass es dadurch, dass das hier Süßwasserozeane sind, dass wir nicht zwangsläufig auf der Erde sind, ne, wo ich losgefahren bin. Vielleicht sind wir durch einen Dimensionssprung, ich sage das ja schon, in eine ganz fremde Welt gelangt. Das müssen wir mal schauen, was sich so entwickelt. Da könnt ihr halt euren Teil dazu beitragen und sagen, wo wir sind. Vielleicht wisst ihr auch den Namen der Welt, auf der wir sind, oder vielleicht sogar den Namen der Inseln. Wenn ihr da eine Idee habt. Dann immer raus damit. Und wenn ihr gerne Live-Berichte sehen möchtet, dann könnt ihr ab April 2024 immer donnerstags in meine Livestreams kommen. Da ist der Übertragungsweg, heißt da twitch.tv/tarian78. Also tarian78 genau wie hier, nur bei Twitch. Und da werden wir dann in Zukunft donnerstags ab April immer regelmäßig aus dieser Welt Videotelemetrie-Berichte abliefern. Ne? Also ich werde das tun und ihr dürft dann dem zusehen und beiwirken. Ne? Beiwohnen und mitwirken. So wäre es richtig. Das sieht doch schon mal ganz hervorragend aus. Jetzt würde ich sagen, wir brauchen Baumaterial. Das heißt sowohl Stein als auch Holz. Und ich würde sagen, dass wir hier diesen Bereich erstmal einebnen, zumindest ein bisschen. Vielleicht auf diese Höhe. Obwohl man weiß nicht, wie hoch die Flut steigt, ne? Bis hierhin scheint noch Gras zu wachsen. Das heißt, bis hierhin scheint manchmal das Wasser zu stehen.
Bei Flut eventuell. Ne? Das heißt, ich würde sagen, wir machen das auf diese Höhe. Und tragen hier erstmal einen Teil des Bodens ab. Ein Glück war auf dem Ruderbooten, war da ein Notfallpaket, ne, dass wir schon genug Sachen hatten, um durch unsere hervorragenden Handwerksfertigkeiten uns Werkzeuge zu bauen. Und dass auch schon die nötigen Dinge dafür da lagen. Ne? Stellt euch vor, wir hätten das alles auch noch machen müssen in der ersten Folge. Okay. So. Das wird einen kleinen Moment dauern. In der Zeit kann ich ja ein bisschen was über mich erzählen. Ne? Ihr habt es ja mitgekriegt, ich heiße Tarjan und es ist nicht meine erste Expedition in der Rising World, aber mit eurer Hilfe vielleicht die beständigste. Und die Art und Weise, wie ich hier überlebe, kann durch euch mitbestimmt werden. Ne? Wenn ihr sagt, boah, das gefällt mir, denkt daran, den Kanal zu abonnieren und wirkt gerne über die Kommentare und die Livestreams mit. Wohin dieses Projekt führt, würde ich gerne. Also ihr seid ja die treibende Kraft dahinter. Ne? Wenn es euch nicht interessiert, was ihr hier zu sehen bekommt, dann schaut ihr nicht zu. Deswegen möchte ich euch auf jeden Fall die Möglichkeit geben, im Rahmen, ne? Im Rahmen an diesem Projekt mitzuwirken. Durch eure Kommentare. Da könnt ihr Vorschläge machen und vielleicht finde ich die Vorschläge gut und setze sie in die Tat um. Mein persönliches Vorhaben ist, ja, hier möglichst viele Dinge auszuprobieren. Na, man hat ja sehr viele Freiheiten, was das Bauen angeht. Mich davon, vielleicht auch von anderen Baumeistern, die ihre Videotelemetrie-Nachrichten veröffentlichen. Und auch eigene Ideen umzusetzen. Vielleicht kann man auch eine Blaupausen Tauschbörse errichten, falls ich habe mich tatsächlich noch nicht viel mit dem Spiel, wie es jetzt ist, auseinandergesetzt. Ne? Auch da, wenn ihr wisst, so, wo kann man vielleicht eigene Blaupausen anderen zugänglich machen oder wo haben andere Spieler vielleicht ihre Blaupausen zugänglich gemacht, dann dürft ihr das gerne auch mal in die Kommentare unten schreiben. Und ja. Auf jeden Fall möchte ich mich so im Mittelalter-Zeitalter bewegen. Also elektrisches Licht würde ich gerne darauf verzichten, als alles, was mit Elektrik zu tun hat, zumindest am Anfang der Geschichte. Vielleicht bringen uns ja Forscher oder andere Reisende im Laufe der Zeit die Elektrizität mit. Das werden wir sehen. Aber erstmal möchte ich gerne überwiegend mit ohne elektrische Dinge auskommen. Sondern das Licht ausschließlich über Fackeln und solche Dinge erzeugen. Und so soll auch der Baustil sein. Also wir werden weitestgehend auf Beton verzichten. Wir werden auf moderne Strukturen verzichten. Das heißt, es soll alles so ein Fachwerkstil sein, mit vielleicht ein bisschen, ja, so ein bisschen burgig angelehnt, vielleicht, dass man vielleicht hätte auch Bock, eine Burg zu bauen oder zumindest so ein Fort, um mich vor Piratenangriffen zu schützen. Wir werden mal sehen, wohin uns das treibt und was ihr gerne sehen wollt. Und über die Zeit
wird sich ja zeigen, wohin sich die Reise begibt, ne? Ob wir da zu einem guten Ergebnis kommen. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie sich die Welt überhaupt weiterentwickelt, ne? Die entwickelt sich zwar langsam, aber stetig. Und das ist eine gute Sache, wie ich finde. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Jetzt machen wir hier noch ein kleines Stückchen, wie groß denn hier die Fläche ist. Das erste Haus soll natürlich erstmal, muss nicht so riesengroß werden. Wir wollen erstmal allgemein gucken. Ja, das sieht doch hier schon ganz hervorragend aus. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen da mal mit der Hake drüber. Mit der Hake. Das hat doch eine Hake. Hier. Und plätten diesen Bereich mal. Dann sollten wir hier doch für dieses erste kleine Häuschen. Doch schon Platz haben. Und hier müssen wir nochmal ein bisschen grob nacharbeiten. Weil mit der kleinen Holzhake kriegen wir die großen Felsen hier natürlich nicht platt, ne? Das geht nicht. So. Hier heben wir jetzt wieder ein bisschen an. Den Felsen anheben kann man übrigens, ne? Ein bisschen. Und Musik. Wo kommt denn die Musik her? Hört ihr das auch? Ist hier ein Chor? Das ist spooky, ne? Hier kommt aus dem Nichts. Kommt auf einmal Musik. Das hatte ich so auch noch nicht, ne? Dass ich einfach durch den Wald gelaufen bin und auf einmal war da Musik. Da ist schon spooky in dieser Welt, ne? Aber gut, es gibt Schlimmeres. Es könnte auch Bären geben, ne? Oder andere gefährliche Sachen. Musik ist da weniger ein Problem. So. Wenn wir das hier alles schön glatt haben, das dauert ein bisschen, ne? Dann fangen wir mal an und bauen hier unser erstes Fundament. Und das sieht schon ganz beschaulich aus, ne? Da vorne ist noch ein so ein Knöpsi, der muss weg. Okay. Und dann machen wir hier natürlich den Rand gleich mir auch noch ein bisschen an. Nicht, dass da so eine Wulst vor dem Gebäude ist. Das wollen wir nicht, ne? Der Grab ist natürlich auch sofort sehr tief, ne? Das ist ein tiefer Graben, der hier entsteht. Ich hoffe, dass wir diesen Graben überwinden können. So. Wenn man das so direkt vor der Nase hat, was man so arbeitet, dann sieht man das ein bisschen schlecht. Aber da hilft es, einen Schritt zurückzutreten. Und sich das doch mal aus der Nähe, dann aus, mit etwas Abstand betrachtet, sehen die Dinge häufig anders aus, ne? So. Das lässt sich hier nicht. Das lässt sich einfach nicht glätten. Manche Sachen lassen sich nicht wieder glätten.
so wie da. Das bleibt dann so ein bisschen unwirsch, aber ich denke, das sollte schon gehen. Wir machen hier das Loch noch zu. Und dann gehen wir mal in unsere Werkbank, die ist da hinten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem Steinboden. Einem Steinboden, was würde sich da denn anbieten als Boden? Wir haben hier oben haben wir so relativ einfarbige Sachen. Da würde ich erstmal, ja, 25. 25 als Boden, ja. Ich möchte es aber so ein bisschen abgesetzt haben, tatsächlich. Wie komme ich denn jetzt zurück? Dass wir unten vielleicht erst noch eine kleine Wand haben. Aber wir machen mal 99 Stück. Dies werden wir eh immer mal wieder brauchen. Stellen das mal her. Jetzt machen wir das Grid wieder ganz groß, damit wir so eine generelle Orientierung haben. Und dann vergrößern wir das einfach mal. Sagen wir machen das auf Größe 2. Vielleicht auf 3. Oder ne, wir machen es auf 4. 4 Meter hoch, aber das sind ja keine Meter, das sind ja nur... Und... Machen es dann entsprechend 5 Meter lang. So. Ist das jetzt teilweise noch im Boden drin? Man weiß es nicht, ne? Es ist teilweise im Boden drin, okay, alles klar. Sollen wir das hier so anlehnen? Aber natürlich hier an die Seite drücken. Nach vorne weg. Etwa so. Können wir hier dieses Dings ausmachen. Ja, können wir nicht, ne? Sonst. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So. Man braucht ziemlich viele Tasten, ne? Und hier. Schlagen wir auch noch mal ein bisschen was von dem Erdreich weg, damit wir das hier gut anlegen können. So. Ziehen wir es hier lang. Dann brauchen wir noch einmal... Na, komm schon. Erde gibt dich. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Jetzt machen wir das hier ein bisschen kleiner, sodass das hier reinpasst. Dann haben wir hier die Grundfläche von unserem ersten Haus schon mal. So. Das war die Tür, meine Frau ist zu Hause, die kann auch aufmachen. Nehmen hier so ein bisschen nochmal weg. So, um dort hochzukommen, ne, wir wollen ja nicht immer springen, bräuchten jetzt eigentlich so eine kleine Treppe, die hier irgendwo dran geht und wo dann sich auch direkt die Tür anschließt am besten, oder? Also wir sagen, wenn wir hier jetzt eine Treppe bauen, aus welchem Material? Soll die dann auch aus dem Sandstein sein? Oder soll das nur so eine Sandsteinfassung sein? Und bauen wir den Fußboden auch direkt aus diesem Sandstein? Ja, das gucken wir uns an. Wo ist er denn? Hier. Wir haben ja noch ein bisschen, ne? Der muss natürlich nicht so dick sein.
Also, dafür kann der größer sein, ne? Größere Fläche. So. Oh Gott, so viele Tasten, ne? Könnte man machen, müssen wir aber. Ich muss ein bisschen Pipi machen. Ich bin vielleicht deswegen gerade etwas nervös. Und jetzt machen wir es hier ein bisschen schmaler einfach. Ja, nicht so schmal, sondern so schmal. Na, wir wollen es nicht da anlegen. Ach Mist. Das erst einmal drehen. Hier in die Ecke. Grid 1 kleiner. Festsetzen. Ne, so. Aber hier länger. Eins nach oben schieben. So, jetzt haben wir hier so eine große Sandsteinfläche. Gefällt uns das so? Ich mache mal kurz kleine Pause. Ich muss auf Toilette. Ich mache das Video kurz auf Pause und dann komme ich gleich wieder. Ihr merkt es gar nicht. So, seht ihr, habt ihr gar nicht mitgekriegt, ne? Ich bin nämlich schon wieder da. So, jetzt wird es langsam dunkel, aber das Stück hier, das bauen wir hier noch rein gerade. Jetzt kann ich mich wieder besser konzentrieren. Okay. So, natürlich soll das Haus jetzt auf die gesamte Fläche? Ja, ne? Das kann man hier auf die gesamte Fläche machen. Hier vorne bräuchten wir jetzt aber einen kleinen Absatz vielleicht. Kann man das irgendwie? Lass mal kurz gucken. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Absatz dran. Komma 5 finde ich okay. Und dann bauen wir da so ein paar Treppen noch vor. Ich weiß nicht, ob das also ein Rund, dass man von rundum so eine Treppe hat oder nur von. Brauchen wir nicht 99, hier brauchen wir. Ich weiß gar nicht, wie viele. Sagen wir 25 Stück erstmal. Einfache Treppenstufen. Diese. Wenn es nicht reicht, wir können mehr machen, ne? Immer noch mehr machen. Das ist kein Problem. Achso, wir haben das an. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, das finde ich gut. Das haben wir so ein bisschen längere Stufen. Und dann ist die Treppe nicht ganz so steil. Und wir machen hier einfach noch so ein Ding davor. Festsetzen, Bild nach unten. Das haben wir so ein bisschen einheitliches Stufen, Gedings. Achso, da bauen wir einfach. Nee, das machen wir von hier aus. Das gefällt mir besser. Erwanden wir das einmal so ein, ne? Ist das Einwanden? Man weiß es nicht, ne? Guck mal, jetzt wird es dunkel. Jetzt müssen wir gleich eh aufhören.
Denn wir machen ja immer Folgen von Tag zu Tag. Also, wenn es morgens wird, dann begrüße ich euch. Und wenn die Nacht eindämmert, dann verabschiede ich mich von euch. Eine Sache möchte ich jetzt nur noch machen. Haben wir Fackeln? Wir haben hier so Standfackeln. Okay, ich dachte, wir hätten schon so Wandfackeln. Vielleicht haben wir die. Ne, die haben wir noch nicht gebaut, ne? Nein. Dann setzen wir hier schon mal ringsrum um die Baustelle kleine Fackeln, damit wir erstens, sollten wir eines Tages mal auf Expedition gehen und es nachts nach Hause kommen, damit wir das von weithin schon sehen. Zum anderen hält es wilde Tiere ab, das Feuer, ne? Und wir können auch abends noch ein bisschen was sehen. Da ist Licht immer ganz gut. So. Und es kostet ja nichts, ne? Es kostet ein paar Stöcker für die Fackeln. So, who cares? Eins backen wir noch hier in die Mitte. Und dann sieht es auch schon mal ganz hervorragend aus. So, meine lieben Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und folge alsbald mit weiteren Folgen. Ich muss mal gucken, in welchem Turnus wir das machen. Momentan bin ich sehr gehypt und habe sehr große Lust. Und wenn es euch gefällt, vergesst nicht, mir hier das Abo dazulassen und einen Like auf das Video zu geben, ne? Wir sehen uns alsbald wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht, allzeit guten Loot, macht's gut und bis zur nächsten Videotelemetrie-Sendung. Auf Wiederschauen!